Das, was du ablieferst, die Ergebnisse, die du ablieferst, es ist nie ganz deins, sondern es ist immer unseres. Es ist immer ein Gemeinschaftsentscheid. Und manchmal zoffen wir einander an und manchmal haben wir auch Krach zusammen. Dann ist es auch einfach nervig, nicht sein Ding zu machen. Und das ist ein Nachteil. Das empfinde ich jetzt nicht als Nachteil. Es ist sondern ein Nachteil. Nein, es ist kein Nachteil. Du bist jetzt immer zoffen. Wir haben die Stelle gesehen und haben eigentlich gewusst, dass diese Stelle für uns als Teilzeitmitarbeiterin nicht möglich ist in der Führung als Teilzeitmitarbeiter. Und dann war es eher so ein Zufall, der dazu geführt hat, eine Kollegin, die gesagt hat, ja, aber vielleicht findest du noch jemanden, der diesen Job mit dir zusammen macht. Und das war dann entscheidend für mich, zu sagen, okay, die Einzige, mit der ich mir das vorstellen könnte, wäre Diana. Wir sind aus verschiedenen Bereichen gekommen. Dangi mehr aus dem Schaden, hat viel Verkaufserfahrung gehabt. Ich bin eher aus der Seite Underwriting gekommen, Produktentwicklung. Habe auch Erfahrung gehabt im Verkauf und das hat sich eigentlich gut ergänzt. Wir sprechen uns viel ab, aber wir nehmen uns immer in Kopie, wenn wir Mails schreiben. Wenn es dann aktuell wird, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen, dann können wir aufs Mail zurückgreifen und können uns dort dann an Schule bringen. Du bist nicht einsam in der Führung. Das heisst, alle Entscheidungen, die du triffst, triffst du entweder so, dass du dir im Hinterkopf die Überlegung machst, würde es auch für Diana stimmen, die vielleicht eine andere These hat oder eine andere Wahrnehmung von dieser ganzen Situation. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Wir schauen immer, dass dann der finale Entscheid auch zusammen getroffen wird. Aber es ist so, wir haben uns so quasi den Lead gegeben in gewissen Bereichen, so dass jeder ihre Kompetenzen auch wahrnehmen kann. Und das ist auch wichtig. Also, dass man sowieso seinen Bereich auch kann führen kann, selbstständig, und nicht immer zusammen muss alles absprechen muss. Und das ist auch wichtig für die Leute, weil sie müssen ja ein bisschen wissen, wer ist für mich zuständig in welchem Bereich. Durch das, dass wir zwar Teilzeit arbeiten, beide 70-50, müssen sie ja gleich wissen, wer ist jetzt so ein bisschen meine Ansprechperson. Sie ist kommunikativ sehr stark, bringt immer wieder neue Ideen auch in der Produktentwicklung mit rein. Es ist der Bauchmensch. Und Diana ist für mich komplementär, oder? Sie ist der Vernunftmensch. Das, was mir im ersten Moment manchmal ein bisschen abgeht. Egal wie viel läuft, ich weiß immer, sie hat irgendjemand Übersicht. Sie ist organisiert. Bevor wir Kind hatten, haben wir beide einen Förderkreis gemacht. Bei der Allianz gibt es so Möglichkeiten, sich auf die Führung vorzubereiten. Und dann ist so ein bisschen schon mal die Frage, ist das jetzt gewesen? Ist deine Karriere damit beendet, indem du sagst, ich habe Kind und ich will auch für die Kinder da sein und ich will Teilzeit arbeiten? Für uns ist es ganz klar, es ist die Möglichkeit, Führungserfahrung zu sammeln, obwohl wir in Teilzeit tätig sind. Und das ist extrem bereichernd. Und irgendwann sind die Kinder älter und wir werden die Erfahrung mitnehmen können. Und das ist für mich der grosse Vorteil, den es hat. Langjährige Mitarbeitende, die halt in einem Teilzeitpensum arbeiten wollen, die in die Führung gehen wollen oder die Führung behalten wollen, die gehen nicht verloren mit so einem Modell. Die neue Generation, die ist an Teilzeit interessiert. Sie will mehr Freizeit, sie will aber auch Führungspositionen einnehmen in die Teilzeit. Also das ist sicher ein Modell von der Zukunft, das man halt wirklich anbieten muss. Auf der einen Seite bist du Pionier, aber auf der anderen Seite interessiert es die Leute nicht so, solange die Zusammenarbeit funktioniert. Natürlich sind wir stolz, aber wir arbeiten auch sehr viel daran.